Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shogun's Empire. Wir müssen... genau, wir haben ja eine neue Armee. Aber hier nur unseren Anführer. Also unseren General. Wir brauchen ja noch eine Armee dazu, haben aber leider kein Gold. Also das wollten wir ja noch machen. Wir sollen eine Allianz mit Clan Saito unterschreiben. Welcher ist denn das hier? Halt mal den hier raus. Sagami. Hä? Wer ist denn dieser Clan? Warte mal, wir sehen jetzt wieder, was wir machen müssen. Ah ja, hier. Auf der Karte. Warte mal, Saito. Ach, Clan Saito, hier unten steht's ja. Beziehungen. Allianz anfragen. Aha, wir haben kein Geld. Okay, dann müssen wir jetzt hier erstmal einen Monat beenden. Ja, können wir nicht. Wir haben ja kein Geld. Nein. So. Also, jetzt alle heilen. Das haben wir durch. Jetzt machen wir hier mal Allianz anfragen. Okay. Das haben wir erfüllt. Und wir haben 200 Belohnung bekommen. Perfekt. Dann können wir aber natürlich hier auch schon mal nicht angreifen. Wenn wir ihn verbessern, 100. Zwei, vier, sechs, sieben. Also wir haben jetzt hier nur 7 Einheiten. Ihn rechne ich jetzt einfach mal nicht dazu, weil er einfach nicht so gut ist. 100, dann kriegen wir einen dazu. Alter, brauchen wir 4 Reis. Wir müssen Reis kaufen. Machen wir jetzt einfach mal so, dass wir da schon mal genügend Reis haben. Monat beenden. Monat beenden. Lassen wir uns über Handelsabkommen reden, die große Quelle des Goldeinkommens. Ein Handelsabkommen kann nur mit benachbarten Clans abgeschlossen werden. Um ein Handelsabkommen unterschreiben zu können, müssen wir zuerst eine Allianz eingehen. Das haben wir ja eigentlich mit dem hier unten. Wenn wir eine Allianz mit einem anderen Clan haben und unsere Ehre hoch genug ist, kann dieser Clan ein Handelsabkommen mit uns unterzeichnen. Wenn er es tut, können wir etwas Geld verdienen. Nein. Schauen wir mal schnell hier. Beziehungen, Handel anfragen. Der hat unser Handelsangebot akzeptiert. Edmund etwas... Ja. Die Frage ist halt jetzt nur... Wie viel Reis brauchen wir jetzt dann dafür? Weil der Reiskosten ist auch schon wieder höher. Schaut ja hier hin. Also Reis müssen wir jetzt auf jeden Fall immer schauen, dass wir da genug haben. Den sie mit dem Reis handeln können. Die Preise hängen von ihrer Ehre und der Jahreszeit ab. Es ist sehr profitabel, im Winter Reisreserven anzuhäufen, um sie im Winter zu verkaufen. Ja, da ist nämlich der Preis höher. Dem Kaiser ein Geschenk schicken, um uns eher zu erhöhen. 290, aber wie weit steigt dann unsere Ehre? Um 10? Kostet aber trotzdem so viel. Naja, der Verkaufspreis ist jetzt um 1 besser, aber mehr auch nicht. Wir müssen jetzt trotzdem erstmal...
Oh. Weil wir keinen mehr angegriffen haben, ist unsere Ehre gesunken. Also brauchen wir dem auch überhaupt kein Geschenk mehr schicken. Da haben wir 9 Einheiten und hier haben wir auch 9. 18. Da haben wir 9. Ja, okay, da müssten wir ihn jetzt trotzdem mal aufwerten. So, dann kriegt er noch Einheiten dazu. Jetzt müssen wir mal schauen. 90, 30. Wobei wir halt hier wirklich höllisch aufpassen müssen. Ja, wir kaufen jetzt einfach mal. Da haben wir zwei Bogenschützen. Dann kaufen wir mal noch einen Bogenschützen dazu. So. Und dann greifen wir jetzt einfach mal hier an und schauen mal, was dabei rauskommt. Jetzt mal die Frage, was halt er alles an Einheiten noch hat. Na, jetzt gewinnt er es auch noch. So, lass mich mal gucken. Er hat dreimal Bogenschützen. Boah, was sind das für welche? Samurai. 55 Schaden. Ey, schaut mal an, welche Einheiten der hat. Der hat wirklich gute Einheiten jetzt zu Anfang schon. Also, müssen wir jetzt erstmal unsere Schwertkämpfer nach vorne. Ey, das ist schon cool, wenn es gewittert, dass hier alles so dunkel wird. Mal bauen wir jetzt hier meine Front auf. Wir könnten nur hier hinten noch rein. So, hier mal unsere Bogenschützen im Hintergrund. Und jetzt Runde beenden. Ich hoffe mal, der kommt jetzt in unsere Nähe. Mereo. 40, 3. Ja, müssen wir jetzt riskieren. Mit dem kommen wir aber leider nicht hin. So, wir lassen auf jeden Fall mal noch einen Weg frei, dass er abhauen kann. Und warte mal, kriegen wir die hier noch nach vorne? Die lassen wir jetzt mal so. Mit ihm könnten wir jetzt trotzdem mal probieren, dass wir trotzdem hinten reinkommen. Und nehmen wir ihn noch dazu. Oh, wow. Hey, warte mal, kann der hinten auch raus? Nee. So, 3 sterben. Also erstmal auf ihn. Dann... Da sterben 2 von uns, da stirbt er. Die Frage ist aber nur... Jetzt warte, wir probieren jetzt erstmal, wenn wir angegriffen haben, ob wir uns dann noch bewegen können. Achso, nee, wir bewegen uns ja dahin. Shit. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt kriege ich die Einheit hier nicht raus. Okay, dann greifen wir mal hier an. Wir kommen halt hier hinten nicht rein. Das wäre halt schon gut, wenn wir irgendwie hier vorbeikommen könnten. Die ziehen wir mal hier hin. Unseren General. Ja, eine Einheit verloren, kann man verkraften, ne? So, jetzt müssten dann erstmal 9 Schaden, da kann man nicht angreifen, das ist natürlich blöd. Wieso sterben hier jetzt nur 3 und da 4? Ja, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir trotzdem jetzt weiter hier nach vorne kommen. Die Bogenschützen nerven nämlich ein bisschen.
14,7. Einer von uns sind 8, zwei von ihm sind 5. Wir haben ihn aber trotzdem jetzt schon ein bisschen zu weit nach vorne gezogen, finde ich. Jetzt greifen wir mal hier noch an. Jetzt kommen wenigstens schon mal unsere drei Bogenschützen immer in Reichweite. Das passt schon mal. Der ist natürlich jetzt blöd, weil der mitten so drin steht. So, dann... auf ihn. Du hast nur einen Schaden. Bringen wir erstmal ihn hier weg. So. Der wird drauf gehen. Wir kommen aber mit der Einheit hier nicht rein. Bis wir mit der hier außen rumkommen. Boah, ich glaube, wir verlieren das. Jetzt geht er auch noch auf meine Bogenschützen. Hey, wir können auf den Turm hoch. Gegen wen könnte man gegen diese Samurai am besten kämpfen lassen? Drei. Shit, wir haben unsere Bogenschützen mitten hier drin. Ne, die brauchen wirklich ewig, bis die hier rüberkommen. Eins, zwei, drei, vier. Sohei, yosh! Tsugae! Gyoi! So, Schaden 8. Minagoroshi da! Haben wir hier eine Chance? Boah, da sterben gleich 4 von uns. Tsugae! Mit unserem General. Halt, nee, doch. Zwei von ihm sterben. Das passt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier sterben 2. Ist natürlich blöd, dass wir mit ihm immer nur 2 Felder hier schaffen. So. Ja, dauert aber immer noch ewig, bis wir hin. Und vor allem, wenn wir hinten reinkommen, müssen wir jetzt erstmal wieder bis hier vorkommen. So, der Bogenschütze ist auf der Flucht. Boah, jetzt fliehen die nächsten Einheiten. Nee, ich glaube, das wird nichts mit uns. Da ist einer weg. Jetzt kommen wir auch... Naja, wir können ja nicht angreifen, weil der nicht mehr da drin ist. Shit. Die Einheiten stecken jetzt fest. Nein. Wir hätten den Gegner rauskommen lassen sollen. Jetzt sind 3 Einheiten von uns auf der Flucht. Die 4. Einheit und vor allem zerstört. Wow. Jetzt müssen wir aber trotzdem mal schauen, wenn der hier zurückgeht. Der geht auf den Turm. So, haben wir jetzt eine Chance bei ihm? Ah. Nee. Da stirbt einer. Ja, machen wir erstmal auf die Bogenschützen. Das machen wir jetzt. So.
Was sind das hier hinten überhaupt für welche? Boah, 55 Schaden. Wir müssten uns zurückziehen, Leute. Dass wir vielleicht nur die Einheiten retten können. Weil der vernichtet jetzt die Einheit, die kommen ja hier sowieso nicht raus. Die kommen hier nicht raus. Also, der ist weg. Bogenschützen. Nee, wir müssen uns zurückziehen, Leute. Keine Chance. Zurückziehen, wir müssen uns zurückziehen. Der Rückzug kann oft eine weise und strategische Entscheidung sein. So, wie viele Einheiten habe ich überhaupt noch? Jetzt warte mal, das war der hier. Ah ja, wir haben nur unsere zwei Einheiten verloren. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall dann noch welche dazu kaufen. So, unsere Samurai haben die Ordnung wiederhergestellt, weil die Leute rebelliert haben. Au, was? Ja. Ja, wir müssen Reis kaufen. Haben aber nicht mal Geld dazu. Boah. Shit. Ja, wir müssen... Kann ich jetzt nicht, Leute. Kann ich halt jetzt überhaupt nicht. Wir müssen aber jetzt wirklich Reis kaufen. Oh, jetzt ist es aber recht billig. Also wir kaufen jetzt mal ein, was geht. Jetzt können wir einen Monat beenden. Haben wir wieder eine Rebellion. Achso, Steuern senken. Moment. Stadtsteuern. Okay. Reis kaufen. Ey, wir haben nur noch 15 Ehre. Was ist denn, wenn die Ehre auf 0 ist? Ja, hier hat er ja auch schon wieder 8 Einheiten, ne? Da. Hier hat er 8. Was haben wir? Ja, wir könnten hier... Jetzt kaufen wir einfach mal noch was. Schaden 35. Schaden 40. Boah, 250 kostet dieser Ninja gleich. So, Bogenschützen. Und dann nehmen wir mal noch einen Schwertkämpfer. Und greifen jetzt einfach mal hier an. Ah, hier sind ja gleich 11 drin. 2, 4, 12. Takeda no Tsuamu no yo. Ano Umagoya o kakuhoseyo. Oda no Mushikira domo wa ikashite wa naranai. Also 11 ist schon viel, das hat man bis jetzt halt überhaupt noch nicht. So, jetzt lass mal gucken. Ah, Reichweite 3. Hier müssen wir natürlich auf... Ey, der hat sau viel mit Gewehr. Reichweite 4. Hoho. Ey. Wir haben nur eine Reichweite von 3. Das ist eher mit der Reichweite uns schon mal extrem überlegen. Müssen wir schauen, dass wir so gut wie möglich, also so schnell wie möglich unsere Schwertkämpfer dahin bekommen. Wir müssen aber erstmal an den hier vorbei. Jetzt warte mal, einen Tai könnten wir ja von da hinten reinschicken. Jetzt warte mal, da noch einen Schwertkämpfer. Hätte mal einen mit hier rübernehmen sollen. So, Runde beenden. Ja, wenn man die drei hier unten gleich wegbekommt, das wäre schon mal sehr gut.
Also, Kavallerie, dann bringen wir die gleich nach vorne. Aber dann müssen wir eigentlich ihn auch mit hier rübernehmen. So, ne, 1, 2, 3, 4. Wenn er sich bewegt, kommt er hin. Gehen wir aber trotzdem mal hier in die Wälder in Deckung. Aber was heißt in die Wälder, hinter die Bäume? So, Bogenschützen lassen wir auch so. Nein. Schwertkämpfer, den bringen wir hier mit hin. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das Gute ist schon mal... Ja, da können wir angreifen. Ei, da hängen ja Leute. So, hier gehen wir auf seine Kavallerie. Feindzug. Müssten wir aber eigentlich eine gute Chance haben. Und vor allem, er hat nicht viel, er hat ja nur 3. Seht ihr ja hier. Das ist wenig. Mal schauen, was wir hier für einen Schaden machen mit unseren. 63, einer stirbt. Also trotzdem ein enormer Schaden, was wir hier machen. Oh, das können wir nicht machen. Das werden wir nicht schaffen. 43. Okay. Wenn wir auch wieder eine Einheit verlieren, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen das so machen. Unsere Schwertkämpfer nach vorne. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier seine Kanoniere hier wegbekommen. So, haben wir eine Chance mit unseren Bogenschützen? Nein. Aber jetzt in der nächsten Runde müssen es zum Feuer kommen. So, jetzt haben wir die noch. Die bringen wir auch da mal mit hin. Und jetzt kommen die hier nicht durch. Naja, die brauchen wir auf jeden Fall hier hinten, ne? So, mit dem müssen wir dann trotzdem mal hier außen rum gehen. Nein, jetzt greift er doch da drüben an. Der greift nicht einmal an, schaut hin. Boah, schaut mal, was der für einen Schaden hier macht. Ey. Das ist schon... Jetzt warte mal, da stirbt einer. Und da stirbt auch einer, na ist egal, was wir machen. So, kommen wir zum Pferd? Ja, wir kommen zum Pferd. Erstmal hier die Kavallerie. Dann gehen wir trotzdem auf die, weil die sind ein bisschen zu extrem da. Jetzt hier mal unsere Bogenschützen zurück. Zwei, eins, so, 6-6, das sind wir gleich. Die hier mit hin, den müssen wir... Was machen wir mit dem? 2-1, ne, den ziehen wir mal zurück. So, der wird sowieso nicht mehr rauskommen. Der wird drauf gehen. Kommen wir mit dem hinterher? Nee, werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Hey, da stirbt einer von uns? Wieso? Okay, aber er hat wenigstens schon mal einen ordentlichen Schaden hier bekommen. So, Schaden 6. Vor allem besteht meine Armee jetzt eigentlich mehr aus Bogenschützen. Was?
Total. Scheiße ist. Tono, ikaga nasaimasu ka? Zonbun ni otsukai kudasai. Susume. Die alle zurück. Zonbun ni otsukai kudasai. Ha! Da, Fernangriff. Nee, das sind Schlachten, wo ich sagen muss, haben wir wirklich total scheiße angefangen. Wo ich glaube, das wird nichts. Weil sie einfach zu viele Einheiten von mir zurückziehen. Schaut euch mal das an. Jetzt läuft das Pferd hier rüber. Wir können probieren, aber ich glaube nicht, dass wir nachkommen. So, stirbt der jetzt? Ja, der stirbt. Oh, da sterben zwei. Ja, machen wir das mal. Schwächen wir lieber erstmal ihn. Mal schauen, ob wir mit unserem General auch was machen können. Ja. Da sterben natürlich gleich zwei. Dann machen wir, schwächen wir mal ihn noch. So, jetzt müssen wir mal schauen, das passt. Es dürfen sich halt nur nicht zu viel zurückziehen, weil wir wollen ja eigentlich, dass er stirbt. Und so ziehen die sich halt alle wieder in die nächste Provinz zurück und können sich heilen lassen. Dann müssen wir nämlich gegen die nochmal kämpfen. Aber ich glaube, so wie das jetzt hier ausschaut, wird das nichts, weil vor allem kommen wir dem hier nicht hinterher. Komm, den lassen wir jetzt. Wir brauchen den hier. Keine Chance. Na, da haben wir natürlich schon extrem viel Schaden jetzt hier. So, der ist weg. Das passt. Geh mal hier halt mal mit auf den General. Jetzt muss ich mal hier schauen. Schaden 3. Boah, keine Chance. Nee. Wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück. Der Reis ist auch schon wieder so teuer. Kann natürlich jetzt alles nach hinten hier losgehen. Was kosten jetzt der Reis? 10. 100. Wären wir hier wieder im Plus. Dann sind wir aber im nächsten Monat gleich wieder im Minus. So, was hatten eher Leute jetzt hier? 7. Wir greifen jetzt hier nochmal an. Jetzt müssen wir aber schauen. Das da. Eins, zwei. Drei. Was machen wir jetzt? Ah, den haben wir dreimal. Dann machen wir dann noch einen Schwertkämpfer. Ja, nee, jetzt heben wir uns erstmal lieber Geld auf. Wir greifen jetzt erstmal wieder hier an. Wir brauchen dieses Geld, Leute. 7 Einheiten mit General, also sind 6. Boah, vor allem der Gegner steht gleich vor uns. Der steht gleich vor uns. Lassen wir mal schauen. Bogenschütz, also Fernkämpfer, 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 Fernkämpfer. Ja, ich glaube, es schaut besser aus wie vorher. Wir bringen jetzt unsere Einheiten gar nicht so weit nach vorne. Wir lassen jetzt ihn jetzt einfach erstmal herkommen. Mal schauen, was er macht. Hier im Hintergrund natürlich die Bogenschützen. So, den dahin. Der kommt her, ja.
Ey, ach so, das war der hier. Hier müssen wir jetzt eigentlich gute Karten haben. So, jetzt mal schauen, einer stirbt. Da 8 zu 7, das ist nicht so gut für uns. Schaden 4. Die ziehen wir jetzt mal zurück und ihn nach vorne. Und den bringen wir hier rüber, weil dann der wird bestimmt hier rumlaufen. Im Schutz von Schwertkämpfern. So, jetzt müssen wir mal gucken, da könnte man eigentlich hin. Da haben wir 18. So, und den da hin. Unseren General ziehen wir hier mit rein. Also den kriegen wir in der nächsten Runde auf jeden Fall weg hier. Wenn er sich noch nicht zurückzieht. Oh, leck. Oh, 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 oh. Shit. Einer hat verloren. Und die nächste zieht sich zurück. Jetzt geht es wieder nach hinten los. Okay, dann versuchen wir es erstmal ihn hier anzukratzen. Hat unser General eine Chance? 7-5? Nee, nicht wirklich. 5-7 ist auch nicht die Welt. Den kriegen wir weg. So. Unseren General hier hin. Nanda? 5-7, das ist nicht gut, ist das? Seine scheiß Fernkämpfer nerven mich ein bisschen, weil der einfach viel zugute hat. Die, was wir halt leider noch nicht haben. Es dürfen sich nur nicht so viele Einheiten von mir zurückziehen. So, da sterben 2. Naja, die Einheiten haben wir eigentlich gut runtergebracht bis jetzt. Da sterben 2. Schauen wir mal hier. Oh, den kriegen wir auch weg. Perfekt. Dann können wir mit unseren Schwertkämpfern jetzt schauen. Oh, da müssen wir aufpassen. 1, 2. Die kommen hier in Schussreichweite. Ah. So, 1, 2. Ja, wir versuchen jetzt mal nach der Reihe hier, die alle so zu schwächen. Da ziehen wir uns zurück. Also das Spiel ist dann trotzdem nicht so leicht, wie man hier gedacht hat, dass man hier einfach durchrennen kann, weil das funktioniert nämlich hier schon mal überhaupt nicht. So, bis ich hier hinten reinkomme, wird der mich hier wegschießen. Bestimmt. Fünf. Ah, schaut euch mal das an. So, und jetzt müssten wir halt irgendwie die zwei Einheiten hier ausschalten können. Oh yeah, da sterben gleich 3. 2 nochmal, das passt. Die müssen wir von unserem General hier wegbekommen. Oh,
Ne, jetzt warte mal, dann nehmen wir lieber den hier. So, da haben wir 4. Ja, das können wir riskieren. So. 4, 12. Probieren wir. So. Das haben wir. Ja, ich schaut. Bis jetzt muss ich aber immer noch sagen, gleich aus, weil hier haben wir schon wieder eine Einheit, was auf Oleg. Die nächste Einheit, was flüchtet. Nein, und hier haben wir eine Einheit verloren. Okay, schaut doch nicht mehr so gut aus, wie ich jetzt eigentlich gerade gedacht habe. Nein, schaut nicht gut aus. Schaut überhaupt nicht gut aus. Ziehen wir trotzdem mal unseren General hier nach vorne. So, und den hier hin. Ne, das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Wir können ihn zwar jetzt noch ein bisschen runterhauen. Au. Aber dann verlieren halt wir jetzt noch verdammt viel. Wir können... Na, jetzt haben wir noch eine Einheit verloren. Wir bräuchten einfach mehr Einheiten, die besser sind. So, jetzt lass mich mal schauen, ob wir da hinkommen. Den kriegen wir weg. So. Den müssen wir doch eigentlich auch wegbekommen. Ja, und jetzt? Zurückziehen. Wir haben vom Gegner aber noch 2 Einheiten zerlegen können. Das passt schon mal. 5 Ehrenpunkte verloren. Also Ehrenpunkte haben wir halt wirklich jetzt fast überhaupt nichts mehr. Reis sind wir auch im Minus. Ich weiß nicht mal, warum wir so ins Minus kommen, wenn wir eigentlich Soldaten verlieren. Ich kann keinen Reis kaufen. 7, ah, jetzt ist er eigentlich billig. Geben wir mal unser ganzes Geld hier für Reis aus. Ah, jetzt sind wir wieder im Plus. Schaut euch mal das an. So, wie viele Einheiten hat er denn hier? 2. Oh, da kommen wir auf jeden Fall rein. Der hat überall nur noch 2 Einheiten stehen. Naja, dann schaut mir das an. Wir haben jetzt zwar hier einiges zum Kämpfen gehabt, aber er hat 2 Einheiten hier und 2 Einheiten hier. Er hat sie nochmal gesplittet. Da hat er auch nur 2. Also wir können... Wir müssen die Armee aufbauen. Hier aufbauen. Und dann müssen wir gleichzeitig hier und hier angreifen. Und dann haben wir schon mal die 2 Provinzen. Werden wir machen, aber erst in der nächsten Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Schlacht mit dabei. Wenn wir diese 2 Provinzen hier einnehmen... 2 Gegner, also da kann uns ja wirklich nicht viel passieren. Und mit dem Reis sind wir auf jeden Fall auch wieder im Plus. So, also, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.